Kaliningrad-Domizil analysiert Meldungen russischer föderaler und regionaler Medien, die für eine seriöse Berichterstattung bekannt sind, sowie Meldungen staatlicher Behörden zur Coronavirus-Lage in Russland. 5.363 Erkrankungsfälle wurden in Russland für den Berichtstag registriert. Dem stehen 5.915 Genesungen gegenüber. 165.734 Aktivfälle verbleiben noch zur Behandlung in den medizinischen Einrichtungen. 128 Patienten starben am Berichtstag. Somit erhöht sich die Gesamtzahl der Sterbefälle in Russland auf 18.263. 39,5 Millionen Virusteste wurden durchgeführt. Dies entspricht einem getesteten Bevölkerungsanteil von 27%. 29 Erkrankungsfälle wurden im Kaliningrader Gebiet am Berichtstag registriert. Dem stehen 4 Genesungen gegenüber. Am Berichtstag meldet das regionale Informationszentrum keinen Todesfall. Insgesamt hat Kaliningrad 72 Sterbefälle zu beklagen.